So fängt doch eine Mission sehr schön an. Der gegnerische Heerführer liegt am Grunde unseres Tores und wir sind hier gerade schön fleißig mit der Reparatur beschäftigt. Da geht's auch schon wieder los. Mensch, du, jetzt habe ich mich fast ein bisschen verrissen direkt am Anfang, aber ich sehe schon unsere Jungs. Ja, die kriegen das Sinn, die brauchen mich hier erstmal nicht. Wir waren dabei, genau, die letzte Mission, die war ja eine mehr oder weniger geglückte Flucht und hier haben wir auch mit einer Flucht angefangen und jetzt wollen die anscheinend ab und zu in unser Tor rein, aber da sehe ich erstmal keine Möglichkeit für die Jungs. Das ist doch schön. Ein für uns hinter der Mauer entspannter Start, würde ich sagen. Genau, hier lassen wir es erstmal so, dass die Leute schnell zu uns hinzuziehen. Wir haben keinen Wein und keine Nahrung. Das heißt, wir müssen hier erstmal ein bisschen improvisieren. Hier sind schon alle untergebracht. Wahlweise alle Plätze sind besetzt. Hier könnten wir noch einen unterbringen, einen weiteren Koch. Aber ich glaube kaum, dass das zunächst etwas bringt. Denn wir bräuchten wahrscheinlich erstmal mehr Ressourcen, die die Jungs hier verkochen könnten. Und dazu brauchen wir wieder, wer hätte es gedacht, einen weiteren Bauernhof. Fangen wir das so mal ganz entspannt an. Ach stimmt, eine Sache, die mir auch gerade auffällt, da lässt sich leider die Spielgeschwindigkeit nicht beeinflussen. Wir hatten das ja schon mal, wenn wir ein Objekt an der Maus haben, dass diese diese Informationsbeschreibungen, diese Baudinger da genau, dass die sich etwas langsamer aufklappen lassen, wenn man ein schwarzes oder ausgegrautes Objekt hier an der Maus hat. Aber was mir auch gerade auffällt, so haben wir noch die normale Spielgeschwindigkeit, merke ich gerade. Wenn ich jetzt hier wieder wegklicke, dann sind ja alle wieder ein bisschen hektischer unterwegs. Wahnsinn, dass es einem wie mir erst zu spät auffällt. Wahlweise, dass es mir überhaupt auffällt, ist Wunder 1. Und dass es so spät mir auffällt, ist irgendwie auf der anderen Seite überhaupt kein Wunder. Gut, dann genug selbst verarscht an dieser Stelle. Ach, wir haben hier oben noch einen Hof gebaut, das habe ich ganz vergessen. Ja gut, dann auf, hier rein mit euch. Ach, stimmt, hier oben noch ein Lagerhaus? Obwohl, war das von mir? Ich weiß es gar nicht. Egal, wir besetzen das Ding einfach. Da tun wir doch gar nicht lange rumfackeln. Hier mal noch ein paar neue Leute dazu geholt. Ja, doch, die Getreidevorräte sind schon momentan etwas mau aus. Deswegen würde ich sagen, erst nochmal hier 4 Getreide bauen und dann einen 5. Schweinehirten hier hinzugeholt. So, entspannt für den Anfang. Ja, schau, und schon passt das Ganze doch hier drüben. Genau, der war mit der Akademie beschäftigt. Hier könnte man die Akademie schon aufwerten, aber wer hätte das gedacht? Ich habe natürlich noch nichts geforscht. Aber ich habe sie schon mal gebaut. Das ist schon mal Schritt 1. Hier habe ich noch keine Kaserne, oder? Nein, das heißt, das machen wir direkt hier mal an dieser Stelle, möglichst nahe am Tor. Gut, da helft ihr zwei mal schnell mit. Ansonsten, was können wir denn noch ein bisschen tun? Ich würde sagen, wir müssen ja auch hier irgendwann wieder aus der Stadt raus und noch diese andere Bezirkshauptstadt finden, wenn man es denn so nennen kann. Moment, jetzt wollte ich hier nochmal schauen. Ein bisschen Platz haben wir noch, aber auch nicht mehr allzu viel. Da ist noch ein weiterer meiner fleißigen Hausbauerkollegen. Weißt du was, du baust hier einfach mal ein Haus hin. Du machst hier mit, indem du daneben dran ebenfalls noch eins baust. Bauen wir das hier hin? Bauen wir hier ein Lager rein? Geht hier ein Lager hin? Natürlich nicht. Das ist natürlich schön. Dann setzen wir hier mal ein Lager hin fürs Holz. Ach, das brauchen wir noch nicht. Wir bauen hier erstmal noch eine zweite Hütte. Außerrum um die Akademie. Wenn ich da hier vielleicht bauen könnte, dazu müsste genau der Kollege hier aus dem Weg gehen. Wunderbar. Und dann wird hier gleich weiter geforscht. Ja, doch ein bisschen mehr Nahrung ist da, denke ich. Also es blinkt nicht mehr ganz so oft. Es blinkt wahrscheinlich doch ein bisschen was, wenn wir hier entsprechend die ganzen Jungs hier zur Versorgung nötigen. Zur Versorgung der entsprechenden Einheiten, also zur, oder der Bevölkerung soll ich eher sagen, die wollen ja auch alle was essen, die Damen und Herren. Hier seid ihr auch fertig, man sieht jetzt halber schon mal 2 Schwertkämpfer, die kann man immer gebrauchen. Hier wird erstmal nicht weiter geforscht, weil es hier an der Nahrung fehlt. Was kostet mich das? Holz und Eisen, das ist gut. Stimmt, Holz und Eisen, ein gutes Stichwort. Hier oben mal in die Eisenmine, so viele Eisenarbeiter werde ich gar nicht haben, das heißt, hier wird erstmal schön mit aufgerüstet. Wahlweise die Anzahl der Arbeiter wird erstmal erhöht. Und jetzt habe ich ganz vergessen, was ich machen wollte, du Mensch. Erstmal wieder direkt den Hänger gehabt, aber auch das ist kein Problem. Hier haben wir die Steuerübersicht. Ah, stimmt, wir haben momentan unten noch diese kleine Ortschaft. Die bringt uns immerhin 62 Münzen und nochmal 34 aus der Hauptstadt. Wie gesagt, der Steuersatz ist momentan noch nicht ganz so hoch, aber das kommt noch. Was könnte ich denn hier? Nee, weiter bauen können wir erstmal nichts. Die Maschinenwerkstatt könnte ich bauen, möchte ich ja momentan erstmal nicht. Du gehst mal hier rein. Was macht ihr mit euch beiden am schlausten? Noch die Höfe sind besetzt, also wir werden hundertprozentig noch einen neuen Hof brauchen. Eisen haben wir momentan gar nicht so viel. Kann ich denn hier oben irgendwo noch ein Lager hinsetzen? Hier irgendwo vielleicht, wenn ich hier ein Lager hinsetze, kann ich dann irgendwo daneben noch einen Bauernhof bauen? Irgendwie? Nein. Schade. Egal, dann baut ihr trotzdem mal das Lager auf. Das werden wir da auf jeden Fall irgendwie noch brauchen. Ansonsten könnte ich mit euch beiden, ihr habt ja auch nichts zu tun, weißt du was? Moment, erst mal hier in die Forschung reingucken. Eine letzte Forschung brauche ich noch, damit wir wieder hier auf Rang 2 Forschungen und Rang 2 Bauten zugreifen können. Und mit euch beiden, was mache ich mit euch beiden?
Eine berechtigte Frage. Hier sind nochmal zwei Leute, die nichts tun. Ich werde für euch sofort etwas zum Tun finden. Denn wir können doch hier einfach drüben, oder hier drüben einfach, sollte ich eher sagen, noch ein bisschen was an Wirtschaft aufbauen, oder? Also mal so rein theopraktisch gesehen, wir könnten hier direkt vor diese Werkstatt, vor diese Nahrungsmittelwerkstatt mal noch einen Lagerplatz setzen. Und die anderen zwei, die hier irgendwo, genau, ihr zwei, ihr flitzt auch mal hier über die ganze Karte und baut, nein, baut nicht hier mit, sondern baut mir hier noch einen Hof direkt davor hin. Dann können wir hier noch ein bisschen unsere Wirtschaft reinziehen und hier bleibt erstmal noch Platz für die ganzen Militärsachen, wenn wir sie denn brauchen. Und hier haben wir, ach ja, noch mehr Schwertkämpfer, das trifft sich ganz gut. Drei Generäle, drei Schwertkämpfer, nee, sechs Schwertkämpfer immerhin und ein paar Lanzenreiter. Genau, da war ja was, auch in der letzten Mission, wir sind ja mit dem Trupp unterwegs gewesen. Ich möchte jetzt ungern nach draußen, ich habe das Gefühl, ich logge wahrscheinlich gleich wieder Gegner an. Und wir können jetzt für 600 Münzen nochmal die Akademie ein zweites Mal verbessern. Es gibt also Rang 3 Forschungen, da bin ich mal gespannt, was da alles auf uns zukommt. Hier warten wir mal noch, wir haben immerhin knapp 30.000 Mann. Hier mal noch ein bisschen mehr forschen, mehr rekrutieren. Ihr kommt hier mal her. Nee, das schaut momentan ganz gut aus, wenn wir nochmal 4 Getreidebauern und einen Schweinehirten nehmen. Aber ich sehe schon, die Nahrungsmittelversorgung blinkt weiterhin. Das heißt, wir bräuchten erstmal noch eine zweite Werkstatt. Die kriege ich natürlich hier nicht mehr hin. Das ist... Oh, das ist ja perfekt. Die läuft ja dann quasi nebenher. Nebenher läuft die, genau. Nein, die bleibt eigentlich genau stehen, wenn man es... Nee, die bleibt stehen, wenn man es genau nimmt, so rum. Denn es ist ja logischerweise ein Gebäude, das nicht laufen kann. Gebäude können nicht laufen. So, und somit zu später Uhrzeit wieder mal Wissen vermittelt. Du, das ist aber heute auch wieder ein Lauf. Das sind viele Schützen. Das sind sehr viele Schützen. Ja, versucht auf mich zu schießen, genau. Das sind sehr, sehr viele Schützen. Das, ja, da sind alle Schützen von mir Geschichte. Und dann würde ich sagen, müssen wir leider mal mit unseren Jungs da reingehen. Mal hier alle sammeln. Und ich sag gerade noch, hoffentlich werden wir nicht so schnell angegriffen. Und dann geht's hier auf einmal wieder los. Und alle hier attackieren der Reihe nach. Aber hauptsächlich, oder hoffentlich wird unser Hauptmann nicht getötet. Kann ich ihn dieses Mal retten? Ja, ich kann ihn wieder retten. Das ging gut. Wer ist er wieder? Irgendeiner mit Rang 5, natürlich. Der gerade unseren Lord hier auseinanderhaken will, den muss ich auch mal in Sicherheit bringen. Dann machen wir hier nochmal weiter. Und irgendwer hat Erfahrungspunkte für den gekriegt, glaube ich. Und jetzt schlagt hier mal noch die Schwertkämpfer nieder. Ein weiterer Erfahrungspunkt für unseren Kommandanten und wir haben gewonnen. Eieieiei, das ging jetzt aber fast nach hinten los. Habe ich... Nee, ich habe noch alle drei Generäle. Okay, also wenn, habe ich in Anführungszeichen nur einen Schwertkämpfer verloren. Ich brauche sofort mehr und neuere und überhaupt ganz viele Soldaten. Das heißt, ihr zwei sofort mal hier runter. Wir brauchen einen Schützenplatz und das bitte ziemlich fix. Da stehen die ein bisschen im Weg. Das heißt, ihr geht auf die Seite, ihr kommt hier runter und dann erstmal hier einen Schützenplatz. Da kommen gleich die nächsten. Eine Lanzenträgerkaserne. Ich wollte doch gerade in Ruhe hier über dieses neue Upgrade philosophieren. Dann machen wir das mal so, dann können die sich immer in der Mitte sammeln. Also das neue Upgrade zum Thema Stufe 3 Forschungen, aber da hast du natürlich keine Chance, wenn du direkt wieder attackiert wirst. Ihr drei könnt ihr noch nicht bauen, weil dazu müssen die anderen erstmal aus dem Weg laufen, weil noch besser baut das auf und geht dann hier sofort rein. Ich brauche wieder Schützen und das ganz, ganz viel oder davon ganz viele. Hier lassen wir das erstmal. Ich möchte erstmal unsere Schützen, weil unsere Truppen allgemein ein bisschen aufbessern. Hier wird ordentlich Wein verzehrt, weil die Jungs auch ihre Wunden irgendwie heilen müssen. Wahlweise, ja, gehe ich mal stark davon aus, dass es in dem Sinne gemeint ist, dass Alkohol durchaus die Wunden betäubt. Wahlweise die Moral wieder heben soll. Und mit guter Laune lässt sich doch sowas wie eine Kriegsverletzung wesentlich besser behandeln, behaupte ich einfach mal an der Stelle. Du bist der Erste, der da hochgeht und wir müssen hier direkt weiter forschen, den Schildschutz erhöhen. Da kommen genug Soldaten, sag ich schon. Siehst du, bin ich wieder voll auf Kriegsfuß mit den ganzen Bezeichnungen. Hier haben wir den Tempel. Ich bin mal gespannt, was es noch für Stufe 3 Gebäude dann alle gibt. Das dürfen wir auch bald herausfinden. Der Tempel war eigentlich gar nicht so verkehrt. Den könnten wir auch mal wieder bauen, in der Tat. Aber ich habe irgendwas vergessen, glaube ich. Genau, den Stall möchte ich noch. Den setzen wir einfach mal hier hin. Hier haben wir 2 Leute, 3, 4 Leute und hier mal noch einen 5. Dass zumindest der Stall komplett besetzt ist. Dann geht auch hier die Züchtung von den Pferden halbwegs fix. Und das Ding, das setzen wir mal hier mit zur Nationalen Akademie. Dann sind die wenigstens nebeneinander und ich kann nicht einen von beiden wieder übersehen. Ansonsten, hier wird fleißig gearbeitet, hier wird fleißig rekrutiert. Aber 4 Mann, das reicht bei weitem noch nicht. Und ich habe gerade gesehen, wir haben mal wieder ganz, ganz viele Rohstoffe. Das heißt, erstmal 10 Arbeiter noch dazu. Hier baut ihr fleißig an. Ihr 4 steht auch bloß da, das ist schön, aber nicht ganz zielführend. 4 mal Nahrung und 1 mal Wein, bitte. Hier könnte ich wen rekrutieren.
Stufe 1. Okay, einen hohen Wissenswert, aber na gut. Da lasse ich erstmal die Finger weg. Ich bin mal gespannt, ob man diese gefallenen Rang 5 Helden vom Gegner vielleicht auch bald wieder rekrutieren kann. Da ist doch der nächste fertig. Und als nächstes, ihr 4 geht auch bitte hier rein. Und ihr 2 geht ihr auch mit rein. Ach komm, weißt du was, wir brauchen hier erstmal ganz viele Schützen, damit die uns nicht hier in einer Tour angreifen können. Ihr 5 geht hier rein und seid für die Züchtung der Pferde verantwortlich. Und die sammeln wir am besten einfach mal. Ja, wo sammle ich die denn? Hier möchte ich die eigentlich nicht sammeln. Wir sammeln die mal hinter der Lanzenträgerkaserne. Nicht, dass wir hier mal eine Sturmleiter haben und der Gegner kommt dann rein, klaut sich unsere Pferde und reitet uns mit unserer eigenen Kavallerie nieder. Da habe ich eigentlich tatsächlich Rang 5. Ich habe es gerade gesagt, aber 5700 Münzen, die habe ich leider gerade nicht. Schade, hier brauche ich einen Offizier für Opferungen. Moment, erstmal hier zurück. Einen Offizier für Opferungen. Dann nehme ich jetzt einfach mal einen von den Jungs hier unten. Ach, keine Ahnung. Wen nehme ich denn? Ich nehme einfach mal den mit dem höheren Wissenswert. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Unterschied macht. Das heißt, habe ich den jetzt benannt? Ich habe es wieder vergessen. Moment. Ich muss nachschauen. Wo steht's? Hier steht's. Wissenschaftsoffizier und der Kollege hier ist der Offizier für Opferungen. Genau, das ist der hier. Das heißt, den stelle ich mal ein bisschen ins Abseits, damit das mit den Opferungen immer wieder funktioniert. Was haben wir denn hier gemacht? Das war das Königsschicksal, was auch immer das sein soll. Wir nehmen erstmal Wiederherstellung der Gesundheit des Volkes. Nein. Gesundheitspunkte aller Pferde. Nein. Genau, wir wollen erstmal die Bauernhöfe verdoppeln und ihr 2 baut mir hier hinten mal noch trotzdem ein Lager, würde ich sagen. Ah, jetzt weiß ich auch, glaube ich, wieder, was die Stufe 3 Forschung für Gebäude freischaltet. Wir dürfen gespannt sein, ob ich vielleicht ausnahmsweise mal recht behalte. Was habt ihr denn für eine komische Sammelstelle? Einmal bitte hier hin. Schau, da geht's auch schon wieder los. Los, hier hoch. Der wird wahrscheinlich weggeschossen, oder? Ja. Aber wir konnten zumindest einen noch retten. Oh, nur noch fünf Trefferpunkte. Das ist ja so gut wie gar nichts. Das soll mal ein bisschen genau ins Abseits gehen oder ein bisschen auf Abseits sich positionieren. So, lala. Genau, dann wird der zumindest nicht direkt abgeschossen. Hoffe ich zumindest. Stimmt, wir brauchen Pferde. Und zwar erstmal mindestens eins für unseren Hauptmann, der keins mehr hat. Und danach müssen wir weiter schauen. Hier noch mehr Opfer kann ich erstmal noch nicht bringen. Da muss ich jetzt dieser Weihrauch, glaube ich, wieder aufladen. Hier wird ebenfalls weiter erforscht. Genau, ihr 2 passt hier einfach mal auf. Hier habe ich noch 3 Leute, die nichts tun. Kann ich denn noch irgendwas bauen? Ne, momentan nicht. Also ich könnte einen von euch noch gebrauchen beim Eisen. Und ansonsten brauche ich von euch beiden mal noch 2 Häuser. Das würde das Sinnvollste sein, wenn ich noch ein paar Plätze dafür finde. 1. Und dann schaue ich mir den hier mal. Und dann können wir den noch einen... Ich schaue das Menü wieder ein bisschen anders aus. Dann geben wir hier dem nochmal einen weiteren Bauplatz in Auftrag. Oh, warte mal, kann ich? Auch wenn das jetzt gerade im ersten Moment etwas doof aussieht, kann ich denn? Moment, du kommst hierher. Das Ding reißen wir ab. Eieiei, da brennt es auch direkt. Dabei wollte ich doch bloß das Gerüst wieder wegtun. Und dann brauche ich hier, wo ist es denn? Ich hatte es doch gerade, genau, mein Lager. Bauen wir hier das Lager hin und du baust mir dahin noch ein Haus. Und zwar noch dort hinten. Ach, wie ausgemessen, perfekt. Dann haben wir hier nämlich noch die Möglichkeit, besser Holz abzuernten. Ah ja, schau mal, wie das geht. Das läuft eigentlich ganz solide. Nahrung ist da, Wein ist da. Wir sind eigentlich soweit. Ja, man könnte meinen, es sieht fast wie geplant aus. Hier kann ich immer noch nicht die nächste Stufe freigeben. Jetzt habe ich leider vergessen mitzuzählen, aber wie viele Forschungen man das machen kann. Hier sind die Leute am Arbeiten, hier sind die Leute am Arbeiten. Nee, für euch habe ich momentan tatsächlich nichts zu tun. Das heißt, ihr lauft schon mal los und werdet trotzdem mal noch Schwertkämpfer. Hier setzen wir mal den Sammelpunkt da unten, dass ich immer gleich Zugriff auf die Leute habe, die ich brauche. Und wir können doch eigentlich erstmal ihm hier wieder sein Pferd zurückgeben. Mal sein neues Pferd geben. Hier mal aufsitzen und hier wieder zurück. Und dann hier mit der Forschung weitermachen. Die Wirtschaftsforschung sollte man natürlich auch nicht vernachlässigen. Was war hier? Die Werkstätten, genau. Das heißt, hier wird erstmal auch die ganze Nahrungs- und Weinproduktion angekurbelt. Ja, doch. Also so langsam... Unser kleines Städtchen mausert sich. Wir haben immerhin schon wieder fast 40.000 Einwohner. Das heißt, bald gibt es auch hier wieder sehr schöne Steuergelder, die wir dann verbrassen können. Ich würde sagen, so ab den 50.000 können wir damit einfach mal anfangen. So, und dann erstmal hier 5 Pferde. Ich würde sagen, die kriegen wir auf jeden Fall noch unter bei den ganzen Schwertkämpfern. Da machen wir dann einen gemischten Trupp draus. Vielleicht nehme ich hier auch dann die Generäle raus und teile jedem General eine eigene Armee zu. Das könnte man natürlich auch ausprobieren. Hier wurde, wie gesagt, oder wie angedroht bereits, das
ja, das Gebet, wahlweise die Opferung durchgeführt, hier das Gerichtsgebäude, öffentliche Sicherheit plus 59, also wir haben momentan eigentlich schon sehr viele Soldaten, möchte man meinen. Die stelle ich auch mal wieder ein bisschen mehr ins Abseits, denn ich brauche dann hier wieder bloß meine Kavallerie höchstwahrscheinlich. Also wir sollten da, denke ich mal, keine Einheiten zu Fuß in den Kampf schicken, wobei ich mir da noch nicht ganz sicher bin, aber da lassen wir uns einfach mal überraschen. Und oh Moment, jetzt kann ich nachschauen. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13? Habe ich gerade richtig gezählt? Moment, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Doch, warum gerade eine ungerade Zahl? Verwirrt mich, aber wir erforschen hier nochmal oder verbessern ein zweites Mal die Akademie. Und danach können wir uns der Reihe nach dann anschauen, wie die ganzen neuen Forschungen heißen. Wahlweise natürlich auch, was die alles bringen. Da kommt ihr drei erstmal hierher. Ah ja, das schaut schon schön aus. Hier gibt es schon mal sehr viele blaue Bonuspunkte für unsere Einheiten. Ein funktionierendes Heer, das ist ja immer ein Gedicht, möchte man meinen. Du kommst hierher, du kommst hierher. Oh, der Lanzenkämpfer hat kein Pferd, das ist mir aber jetzt noch gar nicht aufgefallen. Ihr zwei geht auf Abstand. Ich brauche hier nochmal ein neues Pferd. Wir können am Anfang noch ein bisschen die Pferde abzählen. Nicht, dass wir wieder so eine Pferdeflut haben wie beim letzten Mal. Genau, und jetzt ist dieses Ding hier in der Mitte, was ich schon die ganze Zeit bei der Aufrüstung der Akademie vermisst habe. Haben wir hier schon Stufe 3? Genau. Nochmal die Geschwindigkeit erhöhen. Was haben wir hier nochmal? Nochmal die Angriffskraft erhöhen. Und hier nochmal Stufe 2. Okay, ich glaube, es könnte noch aus der vorherigen Forschung mit dazugehören. Das kostet alles momentan leider ziemlich viel Geld. Ich würde sagen, ich wollte eigentlich bis zu den 50.000 warten, also 50.000 Leuten, aber da muss ich leider jetzt schon mal den Steuersatz ein bisschen hochtreiben, denn wir brauchen jetzt ganz, ganz viele Kohlen. Da siehst du, geht's hier schon los. 171 ist nicht ganz so viel, gebe ich gerne zu. Vor allem, dass das sind ein Viertel von den Leuten knapp gerechnet und die zahlen bloß einen 50 Goldmünzen starken Unterschied oder so ähnlich. Dann gehen wir jetzt mal weiter in die Wirtschaftsforschung. Damit können wir natürlich auch sehr viel anfangen. Da muss natürlich auch mal hier in dieser Richtung was getan werden. Du setzt dich hier drauf und ihr werdet meine neue Truppe Nummer 1. Und euch beiden teile ich dann jeweils noch eine Armee zu. Ich würde sagen, mit drei vollen Kavalleriearmeen sollten wir da durchaus in die eine Stadt reinkommen. Hier mal weiter forschen. 175, nee, da passiert momentan nicht so viel. Ich hätte gerne mehr Geld gehabt, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht müssen wir nochmal außerhalb nach einer Kreisstadt suchen. Aber bei unserem Glück natürlich, wir finden eine Kreisstadt und also wir gewinnen eine dazu und verlieren natürlich wieder zwei, wie es auch nicht anders sein könnte. Und hier erst nochmal 10 Stück, oder gehen wir gleich in die unendliche Produktion hinein. Wir haben sehr viel Getreide, wir haben sehr viel Holz. Ne, wir gehen jetzt einfach mal in die unendliche Produktion von den Jungs hier hinein und auch hier in die unendliche Produktion von den Pferden, damit das hier wieder ein schönes Durcheinander wird. Was kostet mich das alles? 40, 25 und 10. Das ist nicht gerade wenig, egal, das muss die Kasse irgendwie tragen können. Und hier mal ein paar neue Lanzenkämpfer. Der Trupp 1 stellt sich mal da drüben hin. Für den brauchen wir natürlich dann auch ein paar Schützen. Hier wieder Rang 1. Das sind alles Männer, behaupte ich zu erkennen, die leider nicht zu Pferd unterwegs sein können. Aber das kommt ja alles noch. Beziehungsweise die können, kann man im Laufe des Spiels natürlich nicht auf ein Pferd setzen, aber wir setzen dann natürlich auch auf entsprechend andere Soldaten. Ihr vier geht mal hier rein. Ja, doch, doch, doch. Also geschützt sind wir wieder. Die Angriffe haben sich eigentlich nachgelassen. Ich will es nicht verschreien, aber ab und zu kommen dann wieder so starke Wellen, aber wenn man die jetzt mal außer Acht lässt, ist der Rest eigentlich momentan recht ertragbar, sage ich ganz vorsichtig. Hier mal weiterschauen, Traglast erhöhen, oh ja, gerade Traglasten erhöhen, das bringt natürlich die Wirtschaft auch immer wieder ein schön deftiges Stück nach vorne. Hier geht es auch fleißig weiter, das geht sogar ziemlich schnell in der Tat. Und hier auch weiter, ich möchte mir hier mal die Stufe 3 Forschungen ansehen. 0 von 10, das könnte ein bisschen dauern, ihr sammelt euch bitte auch mit hier drüben. Genau, alle mal hier rüber. Ihr vier könnt nämlich schon mal hier wieder aufsitzen. Da kommen noch ganz viele Jungs. Das ist aber schön. Bogenschützen und ganz viele Schwertkämpfer. Hier, ihr vier geht mal in diese Richtung. Der Schütze sitzt hier ebenfalls mal auf. Wie gesagt, bunt gemischt hätte ich meine Einheiten gerne. Wahlweise meine Einheitenverbände. Damit das hier auf jeden Fall eine gewisse Allround-Armee wird, die nach Möglichkeit nichts bremsen kann. Ich weiß, das ist ein sehr theoretisches Geschwafel meinerseits. Aber in der bereits erwähnten Theorie könnte das vielleicht ja funktionieren. So, immer schön hier der Reihe nach alles verteilen. Hier kommen die Pferde raus. Wir machen gar nicht so viel Minus, wie ich zunächst gedacht habe tatsächlich. Es kommt wahrscheinlich noch, aber dadurch, dass wir den Steuersatz etwas angehoben haben, könnte demnächst
erstmal noch keine, ja, können wir nochmal nachschauen, 188, na, es steigert sich immerhin ziemlich langsam, wahlweise noch ein bisschen und dafür langsam oder so ähnlich. Windgesteuerte Kugel, Moment, was macht die? Ich wollte gerade lesen, habe einfach geklickt. Vergrößert das Sichtfeld aller Gebäude um 3, das müssten wir dann hier gleich sehen eigentlich, bei der Akademie oder so, oder hier zumindest über das, über die Stadtmauer hinaus. Tatsächlich, ach, schau an, sind sie da drüben einfach reingekommen oder was? Ja, dann greifen wir da direkt an, da tun wir gar nicht lange rum. Einmal hier bitte in der aggressiven Haltung, alle mitmachen. Ja, schau mal, wie wir die niederreiten. Die haben ja jetzt gar keine Chance gehabt. Meinen Lord schicke ich hier hoch.